Für das heilige Licht. Genau. Paladine machen auch viel Schaden. Habe ich dauernd in meinem Alan Wake Let's Play gesagt. In jeder Session mindestens einmal. Was, dass Paladine viel Schaden machen? Nein. Für das heilige Licht. Achso. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn in Alan Wake ein Paladin drin vor? Ja, Licht kommt drin vor, nicht mach ein Tor. Licht kommt in vielen Dingen vor. Ja. Das ist richtig. Nein, obwohl Vater, also keine Ahnung. Ja, wohl, doch. Aber zu dem Helfen wegen bla auf Facebook und so, was ihr eben meintest, steht natürlich jedem von euch frei, uns da gerne zu unterstützen. Also richtig. Sofern es nichts nicht über Betteln nach irgendwie Abos oder sowas läuft. Ja, das. Also jetzt nicht irgendwie Leute anschreiben auf YouTube und schreiben, hier abonniert die doch mal oder so. Gut gemacht. Da lobe ich mal den Kevin, er sagt nichts dazu. Ja, ich bin gerade ein bisschen am gucken wegen Handball. Olympia. Olymp. Ja, Halbfinale, hallo. Ja, wir spielen noch WoW und im Prinzip hätten wir auch noch einen, der einen Code brauchen würde, der Kevin, aber der mischt doch halt nicht. Er weigert sich strikt dagegen, WoW zu spielen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Noch nicht mal für umsonst. Obwohl er einen Code geschenkt bekommt. Also, keine Ahnung, aber wenn du ihn uns geben willst, dann nehmen wir ihn gerne an, dann können wir den verlosen. Irgendwann mal in einem Stream, vielleicht zum Legion-Start oder so. Weil dann machen wir auch einen Livestream. Ja, die ganze Nacht. Ja gut, bis du dann zur Schule musst, ne? Ja, genau. Deswegen ja die ganze Nacht. Und dann verabschiede ich mich und sage, ich muss jetzt zur Schule. Oder du bist aus Versehen krank an dem Tag, aber das wäre... Ja, das würde theoretisch auch gehen. Kommt im Livestream auch mal ein bisschen scheiße, aber... Aber wissen deine Lehrer das? Jawohl. Nee, sie kennen... Wenn, dann stream ich halt, ne? Also, ja, nee, das wäre theoretisch, würde das schon gehen, das wäre nicht das Thema, ist halt der erste Schultag und da gibt es dann so viele Sachen wie Stundenplan und all so ein Scheiß. Das müsste ich mir dann alles von irgendwem von, keine Ahnung, meiner Ex oder sonst wem erklären lassen, was da abgelaufen ist. Oh. Was macht man danach halt weiter, irgendwann am Abend. Ja. Außerdem werde ich wahrscheinlich auch meinen Laptop in der Schule haben und in der Schule weiter für euch spielen. Nein, das müssen wir im Stream machen. Dann streame ich in der Schule. Aber dann weiß ich ja nicht, wann du streamst. Und dann will ich auch pennen, wenn du in der Schule bist. Naja, ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, dass sobald ich aus der Schule raus bin, dass ich direkt weiterspielen werde. Weil ich habe ja Urlaub. Das heißt, wenn du pennst und du bist nicht da, dann hast du Pech gehabt. Ja, wenn du um 6 gehst, dann penne ich bis 12. Ja, Dennis spielt jetzt auch auf Blackhand. Zumindest mit einem seiner Chars. Ja, mit 2 Chars. Ja, einen hat er getranzt. Die kleine Transe. Ja. Ach so, du hast einen Key von einem Haustier. Oh, den würde ich gerne nehmen. Dennis direkt schreit. Ja, ist jetzt doof, da können wir uns natürlich drum kloppen, ne? Also. Ja, aber du sammelst ja keine Haustiere, oder? Ich nehme grundsätzlich alles, was ich kriege bei WoW. Du kennst du falsch an. Ich nehme grundsätzlich alles. Alles, was ich bei WoW kriegen kann. Aber ja, kann. Ich kann den noch verlosen, sodass ihn dann. Entweder das oder du kannst ja aussuchen, wenn bekommen soll. Mir ist es vollkommen egal. Wir werden dich deswegen nicht hassen. Ja. Du darfst entscheiden, wen bekommen soll. Ist halt nur ein dämliches Haustier, ne? Was heißt dämlich? Das ist Winston, ja, das ist ein Gorilla. Ja. Gorilla. Kommt ein Gorilla ist das. Das sind nur, wenn man Overwatch kauft. Ja, ich glaube schon. Für die Collector's Edition oder so. Keine Ahnung. Also wie gesagt, such dir aus, wer ihn bekommen soll oder sag, wir sollen ihn verlosen, wie du ja möchtest. Dann machen wir das auch. Ist ja dein Key. Möge der Key mit dir sein. Los. Komm schon. Oh, ich bin zu schnell. Alter. Jeder kommt. Na. Aber wir führen da gut, also ist das kein Problem. Machen wir das letzte Match wieder gut? Match? Ja, das, die Fehler im letzten Match machen wir die wieder gut. Aber ja. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Genau. Was ist das denn gerade? Ich habe einen in die Luft gejagt. Gejagt? Bist du jetzt Terrorist geworden? Was denn?
Die machen das auch, habe ich gehört. 4:0 Bayern München. 5:1 für uns. Wer hat's geschossen? Arturo Vidal. Wahnsinn. Sag mir nichts. Banause. Ja. Ja, ich bin der Simon von uns aus der Gruppe. Wenn wir jetzt Rocket Beans wären. Der interessiert sich auch nur für Fußball und kennt keinen. Der interessiert sich auch nicht für. Daniel, du heißt Dennis, oder? Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Dennis, Kevin und Stefan. Stefan ist der, den du in der Cam siehst, und Kevin ist der andere Banause. Steht aber auch da oben, Moment. Da neben der Kamera steht auch mein Name. So, ich muss nicht farmen, ne? Nee. Ich fahre. Ja. Dann farmen. Oh. Kriegst du ihn? Nein. Nö. Aber den krieg ich. Okay, da geht's. Nicht dran. Ich dachte, der kommt gut und ihr kriegt den deswegen. Er kann ja gut, aber. Mit deiner Optik. Ich komme auch gut. Ja, ich komme auch gut, aber das ist was anderes. Vielleicht doch ASK 18 hier. Warum müsste das dann nicht USK sein oder eine Mischung aus beidem? Wobei, es heißt eigentlich. Das ist ein Video, ne? Also müsste es eigentlich zu den Filmen zählen. Ja, wobei da steht ja nur für freiwillige Selbstkontrolle FSK und USK für unfreiwillige Selbstkontrolle. Unterhaltungsmedium, freiwillige Selbstkontrolle. Oh. Super, Stefan. Oh, ich bin auch daneben. Dass du mal daneben bist. Ja. Ja, gib ihm ruhig, Dennis. Das ist lieb von dir. Du kriegst 30 Bonuspunkte bei mir in dem, dem Ruf. Du hast dein Ruflevel gesteigert. Nein, der sollte jetzt besser nicht kommen, wie Stefan. Obwohl, der sollte jetzt fahren, aber nicht kommen. Weiß ich nicht, wer die Sauerei dann wegmacht. Oh, ich habe ihn pariert, aber nicht ganz. Ui. Vielleicht die Putzfrau unter meinem Schreibtisch. Was für eine Putzfrau. Die auf fürs Kommen soll. Das ist so eine hässliche alte Spanierin oder so. Nein, wenn überhaupt eine geile junge Spanierin. Warum eigentlich Spanierin? Das ist voll rassistisch. Ich dachte gerade an Family Guy, an die eine Haushälterin da. So, wir sind jetzt Liga 5 hier. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir machen um 20:30 mal die erste kleine Pause. Ja, das hört sich gut an. Also 5 Minuten oder so. Also wie du mir Code schicken kannst, das... Kannst du einfach bei uns über eine YouTube-Nachricht schicken. Ja, genau. Dann bekommen wir den zwar alle, aber ich nehme Dennis schon nicht weg. Denke ich. Einfach das per, war mein Geschenk, ja. Einfach per Privatnachricht über YouTube. So geht das. Dann kannst du natürlich auch an Daniel schicken. Ich meine, damit ist er gerade hier im... Ja, oder direkt an Daniel. Das geht auch. Ist ja Wurst. Kannst du machen, wie du möchtest. Solange es kein Code ist, ist alles in Ordnung. Also Dennis schickst du dann den Code und mir schickst du den Code. Den Code, ja. Solange er frisch und so ist für Stefan, ist alles in Ordnung. Gut, lassen wir das Thema. Ja, das Niveau hat sich schon lange in den Keller verabschiedet. Qualitätsoffensive. Ja. Das ist richtig. Machen die da eigentlich? Oh Mann, ey, war das schlecht. Den hätte ich machen müssen. Ich weiß nicht, wie das geht. Eine Privatnachricht, meinst du? Du kannst mir auch einfach über PlayStation an Lord Daniel schreiben. Das weißt du ja, wie das geht. Das geht auch. Du kannst ihn auch in der Pause hier in den Chat posten. Nein. Wird schon keiner einfach klauen. Über PlayStation. Das kannst du ja dann, ne?
Also haben wir ja schon geschrieben drüber und so. Ich fahr. Nö, ich fahr. Alle! Nö, ich fahr. Bisschen Spannung hier rein. Oh. Oh, der geht rein. Ja, wäre ich mal besser hinten geblieben. Was meinst du eigentlich mit Kunden? Was für Kunden sind wir? Hä, wo steht das denn? Ihr Kunden, ey, ach so. Kunden ist so ein, ja, keine Ahnung, so ein Begriff. Ich weiß auch nicht genau. Ja, ich weiß, wofür Kunde normalerweise steckt. Oh, schade, wäre der Gegner nicht gewesen, wäre er reingegangen. Ach nee, echt? Wäre ich nicht drauf gekommen jetzt. Ich glaube, das kannst du irgendwie so gleichsetzen mit dir seit ein paar Heinis oder Spacken oder sonst irgendwas. Ach, das meinen die Läden also, wenn die gegangen Kunden. Der Spacko ist König oder was? Ja, gut, wenn der König ist, dann ist das so, ne? Scheiße. Ihr seid aber gerade echt schlecht, ne? Ja, wir alle. Ach, der 30 Punkte hat. Okay, weiter 30 Punkte. Wollte gerade sagen. Gut, dann schränken wir uns das mal an. Hey, und dann kriegt auch jeder ein Eis. Wir sind nur noch zwei Zuschauer. Irgendwer ist abgehauen. Ich hab nur schwarzes Bild. Ah, jetzt. Oh. Was ist denn los? Immer wenn wir im fünften Rang kämpfen, verlieren wir. Richtig. Ja, weil wir zu schlecht sind. Für den fünften Rang? Ja. Das könnte richtig sein. Dann mach ich gleich erstmal kurz meinen Ventilator an. Ich versuche die Mücken ein bisschen wegzukriegen. Beziehungsweise sind eigentlich keine Mücken, ich weiß nicht, was das sind. Moskitos. Moskito. Nee, das sind diese ganz, ganz kleinen Viecher. Mücken. Nein. Das sind keine Mücken. Das sind ganz kleine Viecher. Mücken. Ja, wisst ihr. Das sind auch ganz kleine Viecher. Ja, manchmal sind wir schon Spacken. Kunden. Ach, jeder von uns ist ein Spacko. SES ist ein Spacko und... Jawohl, Kevin! Oh, schwarzes Bild. Komm hier. Ach, scheiß Gegner. Komm da. Komm hier, komm da. Was hast du eigentlich mit dem Kommen die ganze Zeit? Das ist eine Gefühlssache. Kevin. Wir scheinen tun nur Geister. Red nicht über Dinge, die du nicht kennst, junger Bursch. Junger Padawan. Mit wem redst du? Kevin. Wenn er von Gefühlssache redet und so. So. Kevin Ach, kennt keine Gefühle. Ja, super. Ja, super. Super toll. Nee. Der geht. Jawoll. Jawoll, ja. Mach ich einfach mal das einzige Tor hier in der Runde. Wahnsinn. Wer kann, der kann. Wenn er kann, dann kann er. Ah, ich hab die Nachricht bekommen. Dankeschön. Schwarzes Bild. Werde ich gleich nach dem Stream einlösen. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Gut. Oh. Aber ich glaube nicht, dass das Match noch was wird. Der kommt auf jeden Fall in die Mitte, kam der. Warum seid ihr jetzt alle so still? Warum nicht? Ja. Der ist schon wieder Code geschickt. Dankeschön für den Code. Aber es ist wirklich nett von dir. Dass er den Code schickt? Den Code, ja. Also... Leute, schickt Dennis all euren Code. Das ist exakt. War mir schon klar, dass das diesmal gewollt war. Schöner warmer Code, oder was? Weiß ja nicht, was du so magst, aber ich nicht. Oh, schon wieder schwarzes Bild. Los. Tritt das aber gerade häufig auf. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist die Verbindung nicht stabil. Also rein. Kabel oder so. Ach Mann. Ich hab halt jetzt ein Kabel. Ja, von meinem, hab ich von auch. Meiner HDMI-Matrix in den Splitter, vom Splitter in den Fernseher und von dem Splitter nochmal in die Elgato und von der Elgato nochmal ein Kabel in meinen PC-Monitor. Ja, muss ja bei Wildstar, ne? Muss ja bei Wildstar nicht so heftig haben. Ja.
Und ich hoffe, der Kevin macht das Tutorial-Level nicht in einer Stunde oder so. Doch. Das ist nicht schwer, das Spiel. Ja, also Dennis steht bestimmt auch auf Dünnpfiff. Transporter für meinen Code. Pfui Teufel. Wie war das nochmal bei einer der Division-Aufnahme? Hm? Wo du dringend aufs Klo musstest. Ja, da habe ich einen riesen Haufen gekackt. Alter, das ist keiner. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Pause, oder? Ja, ich habe aber keinen Pause-Screen. Ich lasse euch einfach was lauter Musik laufen und mache uns stumm. Ja, genau. Okay. Wir sehen uns dann in circa 5 Minuten, denke ich mal, wieder. Ja, um halb einfach. Jo. Okay, dann bis um halb. Ja, schaltet nur eure Mikros hier im Teamspeak aus. Ja. Okay. Mikrofon muted.